Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Licht Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie bei Games for You. So. Fortsetzen. Ist ja viel passiert in der letzten Folge. Inazuma 11 Go Licht! Die Stimme ist der Hammer, da werde ich mich wohl erstmal nicht dran gewöhnen. Okay, also die sagen nichts Neues, dann können wir auch direkt wieder zurückgehen. Der wohnt da oben. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Okay, die sagt auch noch nichts Neues, da können wir auch weitergehen. Und wir gehen zu uns nach Hause, ist ja interessant. Spotter, du glaubst nicht, was heute alles passiert ist. Ich konnte nicht mal offiziell dem Club beitreten. Das mache ich dann morgen. Oh, du hast einen Hund? Chute. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ganz schön verschlafen, oder, mein Junge? Rauf! Schön, dass du wieder da bist, Arion. Und einen Freund hast du auch mitgebracht. Arion, deine Mutter ist aber ganz schön jung. Sylvia ist gar nicht meine Mutter, sondern meine Tante JP. Sie kümmert sich um uns alle hier im Haus Windsor. Na du Scheiße, was ist denn da los? Sind die alle irgendwie berühmt oder was? Oh, aber es sieht aus, als würde es jeden Moment einstürzen. Ich meine, ein bisschen rostig, wie sagt man? Rustikal? Also ich finde, es hat seinen ganz eigenen Charakter. Arion, es gibt bald Abendessen. JP, bleibst du auch zum Essen? Oh, darf ich? Hui, sehr gern. Gut, ich rufe euch, wenn es fertig ist. Arion, zeig Shippy doch mal dein Zimmer und vergesst nicht, euch die Hände zu waschen. Keine Sorge. Oh, wir dürfen ins Haus rein. Deine Tante Sylvia ist aber wirklich nett, Arion. Trebell, ich beneide dich, dass du mit ihr unter einem Dach leben darfst. Oh, da ist so jemand scharf auf die. Wirklich? Ja, sie ist nett. Sie hat einen Freund in Amerika. Ich glaube, er ist ein ziemlich berühmter Fußballer. Ach, apropos, ich wollte dir was Cooles zeigen in meinem Zimmer. Das erste rechts, komm. Ich finde das hier ganz cool, dass es innerhalb des Kapitels nochmal so eine Art Fortschritt gibt. Das Spiel lief nicht so toll, aber ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich glaube, JP und ich werden dicke Freunde. Quasi unser erster Mannschaftskamerad. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier für ein Riesenhaus? Sicher, dass es keine Jugendherberge ist? The fuck? Ist ja für japanische Verhältnisse monströs. So. Oh, er will... Ach nee, den Fußball oder was? Das hier ist das Wertvollste, was ich habe. Das da? Aber für mich sieht das aus wie ein alter, vergammelter Fußball. Es ist ja auch ein alter, vergammelter Fußball, aber dieser alte, vergammelte Fußball hat mir das Leben gerettet. Als ich klein war, spielte ich mal in Okinawa am Meer. Spotter war noch ein Welpe und hat sich beim Spielen zwischen ein paar alten Holzbrettern eingeklemmt. Als ich versuchte, ihn zu befreien, sind die Planken umgefallen und hätten uns um ein Haar platt wie Pfannkuchen gemacht. Aber dann, wie aus dem Nichts, hat ein Mann sie mit genau diesem Fußball zerschmettert. Ein Wahnsinnsschuss in allerletzter Sekunde. Ui, dann hat der Fußball dir also wirklich das Leben gerettet. Ich frage mich, wer dieser Meisterschütze war. Ich auch. Mama hat überall nach ihm gesucht, um sich bei ihm zu bedanken, aber er war wie vom Erdboden verschwunden. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, aber niemals werde ich seinen Blick vergessen. Er hat mich direkt angesehen und gelächelt. Wow! Hey, was ist das für ein Zeichen da auf dem Ball? Für mich sieht das aus wie das Raymond-Logo. Vielleicht ist er ja auf unsere Schule gegangen. Ah, jetzt verstehe ich, warum du unbedingt auf die Raymond gehen möchtest.
Ihr beiden scheint euch ja blendend zu verstehen. So, Essen ist fertig. Erzähl mal von deinem ersten Tag, Arion. Wie war denn die Begrüßungszeremonie? Ganz gut, ich war ein bisschen nervös, aber egal, heute ist etwas Unglaubliches passiert. Tante Sylvia! Oha, was ist das? Raymond hat jetzt also einen Entfessler. Interessant. Ja, Exzellenz. Anscheinend wusste er selbst nichts von seinen Fähigkeiten. Blade soll ihn beobachten. Vielleicht ist er uns noch nützlich. Als Imperialagent hat Blade unser spezielles Elite-Trainingsprogramm genossen. Ich bin sicher, dass er dieser Mission gewachsen ist. Gut. Ach, da heißt Zabel, der Kerl. Gut, seine Mission ist, Entfesslerfähigkeiten im Zaum zu halten und jeden von der Schule zu verweisen, der sich Fifth-Sektor widersetzt. Ja, Eure Exzellenz, der Wille des Imperators soll geschehen. Am nächsten Tag nach der Schule. Puh, der Unterricht ist vorbei. Höchste Zeit, dem Fußballclub endlich offiziell beizutreten. Warte mal, Arion, bist du sicher, dass du dem Club immer noch beitreten willst, nach allem, was gestern passiert ist? Wie meinst du das? Natürlich bin ich mir sicher. Na gut, dann werde ich dich beim Probetraining anfeuern, damit der Trainer dich aufnimmt. Ach, man muss erst mal beweisen, dass man gut genug ist. Ob mir wohl jemand mehr über dieses Probetraining erzählen kann? Finde mehr über das Probetraining heraus. Jo, machen wir doch. Willst du dir nach den gestrigen Vorfällen nicht nochmal überlegen, ob du dem Fußballclub wirklich beitreten willst? Nö. Ah, da würde es weitergehen. Reden wir erstmal hier mit allen. Ein Probetraining? Stimmt, davon habe ich mal gehört. Aber wie das genau abläuft, weiß ich leider nicht. Aha, bist wohl kein Fußballer hier, oder was? Das Probetraining? Genau weiß ich nicht Bescheid darüber. Frag bitte jemand anders. Oh je, wie konnte ich mir das nur passieren? Ja, auch keine Fußballerin. Ein Probetraining? Willst du wirklich dem Raymond-Skandal-Club beitreten? Lass es lieber. Du tust dir damit bestimmt keinen Gefallen. Ein Probetraining? Keine Ahnung. Mit den Details zur Aufnahme in bestimmten Clubs habe ich mich nicht beschäftigt. Hey, hier. Fußball das Bestimmende in dieser Schule letztendlich und keiner weiß Bescheid, wie es klappt. Oder die haben in Wirklichkeit alle verloren und wollen es nur nicht zugeben. Also im Sinne von nicht beitreten dürfen. Beim Probetraining wird ganz schön ausgesiebt. Nur wer wirklich gut ist, schafft das in die Mannschaft. Viele versuchen alles, um ins Team zu kommen, weil man dafür in der Schule bessere Noten bekommt. Aha, da wird also gemauschelt. Oh, du bist doch im Team, das ist keine 4, das sind 2. Okay, ein bisschen was haben wir schon rausgefunden. Es gibt bessere Noten dafür. Und viele versuchen es. Hallo, Arion. Du bist auf dem Weg zum Probetraining, non? Ich habe beschlossen, auch mein Glück zu versuchen. Wirklich? Super, hoffen wir, dass wir es eines Tages in die erste Mannschaft schaffen. Na klar, ich bin stärker, als ich aussehe, weißt du? Übrigens müssen wir uns im Stadion zum Probetraining anmelden. Alle! Von Iva oder wie auch immer. Jean-Pierre Lapine hat sich dir angeschlossen. So, das ist ja auch ein bisschen... bisschen doof, muss ich sagen, mit diesem Französischen, ne? Total unnötig. Meines Erachtens. Jetzt geht's aber zum Stadion. Oh, was ist denn da los? Wir machen das nicht mehr mit, Leute. Wenn das jetzt immer so läuft, können wir nicht mehr spielen. Wir sind raus. Sie verlassen den Club? Irgendwas ist hier faul. Das spüre ich. Reden wir mal mit ihnen. Vielleicht erfahren wir ja, was los ist.
Finde heraus, was los ist. Okay. Die zweite Mannschaft ist erledigt. Wahrscheinlich ist unsere erste Aufgabe, hier die zweite Mannschaft retten. Ich habe mir in diesem Club bisher einiges gefallen lassen, aber dieser Victor hat das fast zum Überlaufen gebracht. Mir reicht's. Du bist dieser Junge von gestern, nicht wahr? War sicher unschön festzustellen, dass der Fußballclub ein nutzloser Haufen ist, was? Also die sind ja deprimiert, ey. Diesem Club solltest du einfach nicht beitreten. Hör auf mich. Es wird dir niemand verübeln. Alter, was seid ihr für ein Haufen Waschlappen? Ich bin in den Fußballclub eingetreten, um meine Noten aufzubessern. Eigentlich ist Sport gar nicht so mein Ding. Was machst du denn in der Fußballmannschaft, du Vogel, ey? Gibt's ja gar nicht. Ich habe zu viel Angst, um weiterhin Fußball zu spielen. Ja. Entschuldigung, ich brauche gerade mal etwas Ruhe zum Nachdenken. Oh ja, alles klar. Dann denk mal. Die komplette zweite Mannschaft hat sich von einem einzigen Kerl platt machen lassen. Darüber lacht die ganze Schule. Ja, wenn ihr jetzt aufgibt, lacht die Schule noch viel mehr. Autsch, mir tut von gestern immer noch alles weh. So sieht's auch aus. Wenn wir ständig den Atem von Fifth Sector im Nacken spüren, möchte ich lieber überhaupt nicht Fußball spielen. Was willst du? Hau ab! Du hast die so freundlich, ey. Das ist doch Wahnsinn! Plötzlich gehen alle. Dann haben wir nur noch die erste Mannschaft und Hugo und schon von der zweiten. Kapier es endlich. Mit dem Club ist es aus. Wir sollten es nicht noch schlimmer machen. Was für Spinner. Wartet, nein, das dürft ihr nicht. Ist euch denn nicht klar, wie toll es ist, für Raymond zu spielen? Ich habe immer davon geträumt, zu euch zu gehören. Fußball ist doch nichts, wovor man Angst haben muss. Fußball macht Spaß. Wenn wir jetzt aufgeben, machen wir den Fußball traurig. Haha, den Fußball traurig machen? Fußball ist doch kein Mensch, du Blödi. Also für mich ist Fußball etwas Lebendiges und wenn euch Fußball Spaß macht, ist der Fußball glücklich. Was weißt du denn schon, du Knirps? Halt die Klappe, wenn die großen Jungs sich unterhalten. Schon gut, wenn ihr gehen wollt, halte ich euch nicht auf. Dann werde ich die Neuigkeiten mal Ricky und Trainer Travis überbringen. Ihr seid sicher zum Probetraining hier. Tut mir leid, aber ohne den Kapitän können wir damit nicht anfangen. Samguk, Duk oder Duck Subaru. Also der eine heißt wie ein Auto, der andere wie ein Koreaner und der andere wie ein Ami. Helft den Jungs doch bitte, Ricardo zu finden. Das sollte ja auch in eurem Interesse sein. Ja, Frau Hills, kommt ihr beiden, gehen wir ein bisschen frische Luft schnappen. Samguk Han hat sich dir angeschlossen. Doug MacArthur hat sich dir angeschlossen. Subaru, ey, Alter, da heißt er nicht echt Subaru Honda, oder? Oh, meine Fresse, ey. Hat sich dir angeschlossen. Also haben wir jetzt quasi ein Fünfer-Team komplett. Gucken wir doch gerade mal. Die Spieler, Mittelfelder, Verteidiger, Torhüter, Stürmer, noch ein Verteidiger. Okay. So, dann gehen wir mal suchen. Wo kann er bloß sein? So mache ich das auch immer, wenn ich was suche. Ich gehe erstmal vor die Tür, stelle mich hin, Hand ans Kinn und denke, bevor ich anfange zu suchen, denke ich erstmal. Hey, ihr da! Entschuldigt die Störung, aber habt ihr zufällig Kapitän Ricardo gesehen? Was? Ach, wenn das nicht der Fußballclub ist. Möglicherweise weiß ich, wo er ist. Theoretisch könnte ich es euch sagen. Super, und wo ist er? Noch nicht. Erst müssen wir euch zu einem Duell herausfordern, meine Herren. Macht euch zur Schlacht bereit. Ach du Fuck. Sind das für Gangster, ey?
Manche Leute fordern dich zu Mini-Fußballspielen heraus. Siege machen deine Spieler stärker und du kannst auch Items gewinnen. Loot. Schieß ein Tor. Gegen die Raymond-Schüler. Kurz mal hier ein bisschen. Los geht's hier. Muss mich noch ein bisschen an die neue Ansicht gewöhnen. Was habe ich denn da gemacht? Abblocken. Jawohl. Unser Mittelfeld-Superstar. Moment, kann ich das nicht? Ja genau, ich kann die unterscheiden. Weil ich finde es relativ schwer, die zu unterscheiden, ehrlich gesagt. Ausweichen. Und auch schwer hier zu spielen, komischerweise. Mann! Soll das? JP! Abblocken. Das gibt's doch gar nicht! Was ist da los? Flammengriff. Ja, Mann, du schaffst es. Immerhin. Junge, ey, was ist da los? Wollt ihr mich verarschen? Warum sind die denn so stark? Kein Wunder, dass die sich aufregen. Und warum habe ich keine Technik? Du Sack! Hoppla, sagt er. Abblocken. Puh, das macht mich langsam verrückt, ey. Komm, du machst den jetzt aber rein, oder? Junge, bitte! Ohne Technik ist es so sau schwer, finde ich. Oh, ist umgefallen. Tor. Jawohl. Weiter so. Oh, super. Ich habe schon Angst gehabt, ich blamier mich. Gewonnen. Gleich dick Level-Ups. Minisportgetränk, Rotgarren-Armband. Oh, anscheinend habt ihr wirklich was drauf. Für uns habt ihr wie ein paar Hänflinge ausgesehen. Hänflinge? Sag das doch mal! Ah! Toll, jetzt haben die uns gar nichts verraten. Pah, wollte ihm nur mal eine Lektion erteilen. Mann, die sollten uns doch sagen, wo wir Kapitän Ricardo finden. Hier verschwenden wir nur unsere Zeit. Vielleicht haben wir im Hauptgebäude mehr Glück. Wo ist JP? Der Raymond Fußballclub ist schon was. Ich hoffe nur, dass sie mich aufnehmen. Ich würde so gern mit diesen Jungs auf dem Feld stehen. Ah, ich kann das Probetraining kaum erwarten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht schon mittendrin stecken. Hier kannst du Kraftpunkte und Technikpunkte auffüllen. Das kostet Elanpunkte. Elan und Teamgeist. Mit Elanpunkten kannst du einkaufen und Erholungspunkte benutzen. Teamgeist dienen zum Abwerben. Finde Ricardo. Ja, würde ich sagen, hier erstmal auffrischen. Jupp, das ist okay. Dann speichern wir an der Stelle und machen auch einen Cut. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.